Hi, ich möchte euch heute gerne ein Gedicht vorlesen, was ich angelehnt an das wundervolle Gedicht von Mario Generalgi, ein wunderbarer Dichter, brasilianischer Dichter, der zwischen 1893 und 1945 hauptsächlich in São Paulo, Brasilien, lebte, angelehnt habe. Das Gedicht von Mario Generalgi heißt O Valioso Tempo dos Maduros, also die wertvolle Zeit der Reifen. Und mein Gedicht, Meine Seele hat es eilig, habe ich daran angelehnt, wurde dadurch inspiriert. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Meine Seele hat es eilig. Ich habe meine Tage gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit zu leben habe, als ich bereits gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schüssel voller Kirschen bekommen hat. Die ersten isst es mit Vergnügen. Aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig sind, begann es, sie wirklich zu genießen. Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird. Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet deren Alters nicht gewachsen sind. Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu kämpfen und nur an der Oberfläche zu schwimmen. Ich will nicht mehr in Beziehungen mit Verstrickungen sein, in denen Abwehrmechanismen und aufgeblasene Egos herrschen. Ich vertrage keine Manipulation, Opportunisten und Narzissten. Ich habe keine Zeit für Psychospielchen und Lügen. Ich möchte nur noch Offenheit und Transparenz. Mich stören die Neider, die den Mut, die Leistungen und Fähigkeiten anderer nicht anerkennen und eigene Schatten und Unzulänglichkeiten zu verleugnen und zu verdrängen. Meine Zeit ist zu kurz, um Oberflächliches zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine Seele hat es eilig. Ich möchte nur mit Menschen leben, die herzlich echt sind. Menschen, die schnell aus Fehlern lernen, sich entschuldigen und bedanken können. Authentische Menschen, die lachen, weinen, stolpern und mutig deren Lern- und Lebensaufgaben angehen. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die an der Seite der Wahrheit und Liebe gehen und sich für Fairness einsetzen. Ich möchte Menschen, die es verstehen, Seele und Herz zu berühren. Menschen, die die Abgründe des Lebens zur Entfaltung des Seins nutzen. Ja, meine Seele hat es eilig. Liebe, Echtheit, Nähe, Frieden, Freude und Verbundenheit zu leben. Vollkommene Offenheit und Authentizität brauchen immer bewusste Reife. Meine Seele habe ich gereift und reife sie weiter. Der Weg ist das Ziel. In diesem Sinne, alles Liebe euch.